Hoffentlich glaubt danach hat noch dran. Der wird schon noch sterben, bestimmt. Jeder kriegt, was er verdient. Und jeder verdient, was er kriegt. Was? Okay. Jumping! So, dann geht's mal wieder hoch hinauf. Wäre nicht das erste Mal. Okay. Und ziehen! Puh. Wir können alles herziehen, was wir wollen. Ist da gerade irgendwas runtergeflogen oder war das jetzt... Okay, dann muss ich wahrscheinlich auch wieder hier hoch, ne? Irgendwie. Okay, ich sehe es schon. Puh, das war knappe Sache jetzt. Allein wenn ich diese Musik schon höre, weiß ich gleich, dass wir wieder rumschießen müssen. Also in die andere Richtung, Lever. Andere Richtung, sehr gut. Also die Frau hat Mut, ne? Wenn das nämlich mal nicht so hinhaut, wie sie das will, dann gute Nacht. So, und dann sind wir auch schon wieder hier oben. Oh, wir haben wieder einen Bogen-Upgrade. Das gefällt mir. So. Und nochmal. Okay, das war nicht so gedacht. Scheiße. Nein! Ein Treffer zu viel. Ja, kann ja auch keiner wissen, ne? Dass da auf einmal wieder 10 Millionen herkommen von nirgendwo. Jetzt mal regeln wir das gleich mal auf die bessere Art. Tschüss. Mir auch. Tschüss. So. Regeln wir das mal so. Mal besser auf diese Art, ne? Wie auf eine andere. Manchmal muss man einfach voll reinbrechen. So, und jetzt gehen wir hier hoch, denke ich mal. Jetzt hier rüber. Springen. Springen und Viereck drücken. So. Rüber hier. Lebo, du machst das immer noch sehr, sehr gut. Okay, also darüber. Und los geht's. Einmal um den Block und springen und festhalten. Sehr gut. Zieh mir bald wieder ganz oben. Und nichts und niemand darf uns aufhalten. Und jetzt kommt nämlich die lustige Sache. Schaffen wir es darüber? Puh, und springen. Oh, sogar fast ganz oben. Krasse Sache.
Ich drücke irgendwie immer falsch. So, Seilzug. Kerzen. Was habt denn ihr mit Kerzen? Hallo, Kerzen. Ihr Lustnolcher. So. Hallöchen, willkommen bei The Lurch of Us. Übrigens, coole Sache von Kronk, ne? Von Krönkilein, The Lurch of Us. Muss ich mir auch noch bestellen. Muss ich hoch oder runter? Ich glaube eher, dass ich hoch muss, ne? Aber hoch geht's, glaube ich, eh nicht. Also muss ich nach unten. In die Wassergefilde. Ich glaube, ich muss springen, ne? Ein Geotech. Wenn ich wirklich alle Geocaches suchen würde, dann wäre ich ewig dran. Das mache ich aber dann auch offscreen. Das gehört danach nicht mehr dazu. Wenn hier Feuer brennt, dann muss doch irgendjemand hier gewesen sein. Also, gehe ich mal ganz davon aus, ne? Ja, Lewa. Kommt dir doch bestimmt alles wieder sehr bekannt vor. Scheiße. So viele Leichen. Leise jetzt. Die Uni sind hier. Wollen Sie uns etwas wissen? Sei ruhig und halte nach dem Mädchen Ausschau. Hä? Das Mädchen ist da, du kleiner Sack. Können wir gerade noch nicht benutzen. Erst müssen wir hier alles frei machen und lesen. Kurz nach der Entdeckung des Grabs kam die Oni. Zuerst gingen die Lichter aus und dann begannen die Schreie. Waren es unsere oder ihre? Der schreckliche Ton tobt immer noch in meinem Kopf. Sie trugen die Rüstung meiner Vorfahren und sie töteten uns mit uralten Klingen. Schüsse, Schreie, Blut. Wir konnten sie nicht aufhalten. Alles stürzte ins Chaos. Dann herrschte Stille. Sie waren fort. Oh Gott, warum sind sie gegangen? Warum haben sie uns nicht alle getötet? Hauptmann Osaka hat jetzt das Kommando. Wir verlassen die Basis, aber nicht die Insel. Wir gehen ins Landesinnere, zum Kloster. Es gibt keine andere Lösung. Wir müssen den Oni folgen. Wir alle. Wenn wir den Stern nicht kontrollieren können, müssen wir ihn zerstören. Okay. So ist das. So, der ist hinüber. Ich kann immer noch nicht lagern. Jetzt kann ich lagern. Ja. Wenn ich zu der Ritualkammer im Kloster will, müssen wir das Boot reparieren. Ich weiß nicht, wie ich die anderen überreden soll, damit landeinwärts zu fahren, statt weg von der Insel. Aber ich muss einen Weg finden. Reyes wird ein Problem sein. Sie will zurück zu ihrer Tochter. Und sie trauert um Roth. Wie wir alle. Ich weiß immer noch nicht genau, warum Matthias ausgerechnet Sam wollte. Aber das spielt auch keine Rolle. Sie ist wieder bei uns. In Sicherheit. Das wäre gar nicht mal so schlecht, denke ich mal. Töten Sie Feinde auf Kurzdistanz für mehr Belohnung. Schalten Sie Kopfschutzfadenkreuz frei. Benutzen Sie Ihr Gewehr auf Kurzdistanz, um Gegner gnadenlos auszuschalten. Feuern Sie auf Kurzdistanz mit der Schrotflinte auf Feinde, um sie auf und zusätzliche Belohnung zu halten. Ach, machen wir einfach. Drücken Sie Y, um betäubte Feinde mit einem Schrotflinte den Rest zu geben. Oh, cool. So, was haben wir hier noch übrig? Bogen-Upgrades. Boah, wie geil ist denn das? Geflochtene Sehne. Eine geflochtene Sehne, die den Schaden erhöht.
nicht genug Material. Das machen wir auf jeden Fall jetzt mal. Dann können wir nachher das noch und das. Okay. 80% haben wir ungefähr jetzt bestimmt. So. Die Musik sagt wieder nichts Gutes. Na dann, Lever drück. Das Grab muss in den unteren Ebenen sein. Der Aufzug steckt fest. Ja, wenn der Aufzug feststeckt, dann heißt es, der Aufzug steckt fest. Na toll. Da müssen wir jetzt irgendwie wahrscheinlich wieder den Aufzug zum Laufen kriegen. Hier kommen wir nicht durch. Ich muss irgendwie da durchkommen. Ja, irgendwie, ne? Ist nur die Frage wieder, wie. Aber du musst doch diese Tür irgendwie aufkriegen, ne? Okay. Fragen über Fragen wieder. So nicht. Ach, warte mal, hier ist doch was. Ach, siehst du. Ach, okay. Ich bin auf der richtigen Spur. Ich muss den Aufzug nur mit mehr Wucht nach unten befördern. Ja, mit mehr Wucht. Ah, okay. Jetzt sind wir wenigstens schon mal hier rüber gekommen. So, jetzt kriegen wir die Tür hier nämlich auch auf. Ja. Sind wir im dritten Stock. Jetzt können wir ihn mal holen. Ich habe nämlich da was gesehen. So, jetzt haben wir das zweite auch noch kaputt gemacht. Ja, ja. Gehen wir wieder eins hoch. Und so müssen wir das dann an alle Seiten machen. Gehe ich mal ganz stark davon aus. Hoffen wir halt mal, es ist so einfach. Rüber. Ist doch nicht so einfach. Okay, ich muss die anderen Teile lockern. Ja. Musst du. Die Frage ist nur, wie kommen wir jetzt darüber? Dass wir sterben. Ich spring einfach da runter. Ich bin ja überhart.
Ich bin ja überhart. So, jetzt sind wir im dritten, jetzt sind wir ganz oben. Oh, ist das? So. Der kommt jetzt hier hoch. Ach so. So. Ein bisschen nachdenken muss halt auch mal sein. So. Okay, einen noch, dann kann ich den Aufzug bewegen. Ja, du bist gut. Einen noch. Die Seite fehlt noch. Der fehlt noch. So, dann haben wir es auch wieder geschafft. Ich glaube, das hat funktioniert. Glaube ich auch mal. Das glaube ich auch, liebe Lewa. Okay, Tür ist immer noch zu. Das war's mit dem Spiel. Ich weiß, ich war auch schon mal witziger. Nicht?